Moin moin und willkommen zurück bei Ark Lost Island. Ja, Redwood-Tour hinter uns. Nicht eine einzige Höhle gefunden, aber einen Haufen Honig. Und mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe den noch nicht aus dem Sinoma-Kopf rausgeholt, oder? Jo. Da ist wohl schon was von vergammelt. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich schmeiß mal kurz was in den Kühlschrank, bevor ich mit irgendwas anfange. Oh, auf jeden Fall hätte ich gerne noch mehr Honig. Warte, du bist frei, ne? Achso, Oh. Du hältst jetzt hier drin? Ewig. Minuten, Stunden, über 2 Tage Serverlaufzeit, Echtzeit. Das ist vollkommen in Ordnung. Sache ist, dadurch, dass ich das vergammeln lassen habe, ich weiß auch noch nicht, ob das Sinn macht, alles hier mit dem Honig sammeln, da wir hier eh im Endspurt sind. Entsprechend brauche ich mir eigentlich auch keine Gedanken machen um... Lauf. Um einen Bienenstock zu Hause. Aber aus Prinzip, da ich ja jetzt weiß, wo Bienen sind, glaube ich, dass ich da öfter mal jetzt vorbeischauen werde. Aber hier parken, genau. Um eventuell doch einen Bienenstock zu bauen. So. Entsprechend werden wir jetzt, solange dieser Bienenstock nicht despawnt, ganz wichtig, werden wir dann wohl öfter mal vorbeischauen und einfach mal Honig greifen. Gut. Ich sag mal so, der Plan hat sich wohl erledigt. Die sind schon die Spot. Das heißt, ich müsste mir neue Spots suchen. Ja? Ich war doch hier an der Wand. Naja. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Da unser Bequemlichkeitsvorteil sich gerade erledigt hat, nein. So, ich werde jetzt aber einmal die Nacht schlafen, damit wir bei Tageslicht hier irgendwas machen können. Alles hier ganz gemütlich, kein Stress. Du bist noch versorgt, hoffe ich. Sehr gut versorgt. Die Nanny kümmert sich um dich. Perfekt. Ich schlafe mal eine Runde. Ist ja schön muckelig warm neben ihm. So. Apropos. Das ist ja eins, was ich jetzt... Oh ja, stimmt. Wir wollten mal Machmasaurus austesten. Kein Sattel drauf. Moment. Gott, schon ganz vergessen. Wie ein paar Tage her, dass ich aufgenommen hatte. Ich hatte den Redwood-Ausflug komplett in einer Aufnahmesession gemacht. War das hier oder im Fabrikator? Da? Einer? Jau! Auch wenn ich darüber träume, dass ich schon mal einen gemacht habe, glaube ich. Egal. Komm her. Dieser kleine Seitenausgang war eine super Idee. So, ein wunderschön. Ja, flott ist er. Tut dir Wasser weh? Oh, wenn er gleich tot ist, muss ich auf dem Backup wiederherstellen. Er kann schwimmen! Gut. Okay. Kann nicht geladen werden? Metallbarren?
Sonderlich hohe Reichweite oder nicht? Warte, da unten, ich kann aufladen. 100%? Halleluja! Tut mir leid, Stego! Ob er noch mehr Moves hat. Wow. Okay. Magmasaurus verhindert Einfrieren, okay. Er baut Steine ab. Hab ich das jetzt gemacht? Mist, wie habe ich das gemacht? Ich will das nochmal? Muss mal kurz leveln. Oh, 7 Level, komm. Mal die 10.000 voll. Damit mache ich sie aggressiv. Okay, ich muss immer. Ach, stirb, Mann. Gott, das ist nur natürlich mega laut alles. Okay. Ernsthaft, wie hatte ich das gemacht? Ich weiß, Nektar hat das ganze Fleisch weg, das ist in Ordnung. Oh, ha! Oh, hey, 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 hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Okay, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Oder war es das? Ich wollte doch gerade eine Rundum-Explosion machen, oder nicht? So nicht.
Oh. Aufs Maul? Also 300 Nahkampfschaden ist auch nicht schlecht. Ich kann im Wasser nicht laden. Das ergibt für mich natürlich ein bisschen Sinn. Lauf mal. Oh, Nick. Armes Fiomia, na egal. Ich glaube, der Sattel quietscht, kann das sein? Stecke ich fest? Ist natürlich auch interessant. Ich habe sowas von eben Explosion um mich rum gemacht. Ich weiß nur nicht wie. Du bist überladen. Ach, du kannst Holz abbauen? Okay. Taste noch finde? Okay. Der Magmasaurus ist tatsächlich gut, er kann brauchbar schwimmen. Fast gedacht, Wasser tut ihm vielleicht weh. Hätte ich jetzt nicht unlogisch gefunden. Ich weiß es nicht, wie ich diesen Angriff mache. Komm, 1000 Gewicht noch voll, danke. Ich bin irritiert. Ich lasse jetzt einfach mal stehen, ich muss bauen. Oh Mann. Warte, nein, wir haben extra eine Tür. Ein Tor. Gutes Gespräch. Für hier unten gab es nämlich auch eigentlich relativ eindeutige Vorschläge. Eine Brauerei und eine Küche. Das heißt, hier kommt eine Brauerei rein. Hier ist eine Küche. Beziehungsweise ist natürlich insgesamt ein bisschen unpraktisch. Also jetzt nur vom Setting her, dass ich in ein Schlafgemach nur komme, wenn ich durch die Brauerei gehe oder durch die Küche. Das heißt, ich müsste mir hier dafür vielleicht intern noch einen kleinen Flur bauen, damit das irgendwie Sinn ergibt. Küche haben wir ja jetzt hier. Dach ist, der Raum ist schon wieder so groß. Ich muss mal gucken, wie ich das mit den Möbeln überhaupt hinkriege, dass das brauchbar aussieht. Aber hier hinten können wir die Brauerei und oben halt Schlafgemach. Da gab es zwischendurch auch mal den Vorschlag mit Thronsaal oben. Da muss ich jetzt pauschal egoistisch sagen, wie auch immer. Ich finde, ein Thronsaal hat in der oberen Etage jetzt hier nichts zu suchen. Der muss, wenn schon, pompös unten Erdgeschoss erreichbar sein.
Für den Fall, dass man einen hätte. Also, das ist ganz klar. So. Ich bin gerade so überfordert. Was machen wir denn jetzt? Gut, fangen wir mal ganz einfach an. Eine Brauerei braucht Bierfässer. Schau mal. Ich glaube, ich hatte da auch mehrere. Hatte ich hier welche bei? Ich guck mal kurz. Was? Ich hatte auch Weinfass, war das. Wo hatte ich das? Ich muss gerade mal echt überlegen. Nee, das funktioniert hier nicht. Hier, ja, schon mal das standardmäßige Bierfass. Lernen das einfach schon mal. Mein Ernst, wirklich, ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten irgendwo noch verschiedene. Ich weiß halt noch nicht, wo. Hier suchen? Nö. Och, komm schon. Das heißt, ich suche jetzt hier einfach schon viel alle Ordner durch. Gut. Jeder Rahmen war klar, dass es da nicht bei ist. Das muss ich zugeben. Was ist das? Ach! Eine Ringschatulle. Oh! Ist nichts bei? Hier. Möbel. Nö, kochen. Ah, hier war's. Wein? Bierfass. Kann ich beide dafür verwenden? Ich glaube aber, ich würde die tatsächlich mal nehmen. Ich kann mir nämlich wirklich gut vorstellen, dass die hier optisch schon an so ein Medieval Setting angepasst sind. Könnt auch noch so ein Ding dazustellen, einfach damit es optisch passt. Wahrscheinlich werden wir es niemals nutzen, weil wir haben ja alles schon auf Industriestandard. Ja. Oh. Ach. Mistding. Ich hab gedacht, ich kann es danach noch drehen wie als andere. Oh. Sieht ja sehr speziell aus. Oh. Dem Bild sah es anders aus. Davon könnte man hier noch einen zweiten hinstellen. Obwohl, das würde mit dem... Ah, das beißt sich mit dem Wasser an. Geh weg. So. Erstmal die Foundation wieder richtig machen. So, wir machen weiter. Zweites Bierfass. Ach, wie niedlich. Ah. Da muss man also aufpassen, das ist in Ordnung. Sind recht klein. Ich könnte natürlich einen Tisch hinstellen und dort drauf mehrere kleine nebeneinander. Ich kann hier wirklich andere Getränke drin machen. Was? Also Bier, Standard. Dragon's Ale? Ah, das ist doppeltes Bier?
Put in a beer mug to drink it. That's, ja, wegen zwei to drink? Kann gut sein, was haben wir hier? Ein zum Trinken. Knight's Blood. Okay. Das finde ich jetzt witzig. Wir bauen Tisch und stellen ein paar Fässer drauf. Das heißt, ich schmeiß noch mal paar Barren in die Schmelze. Wohl, hier, die theoretisch könnten die ja auch schmelzen. Wie schnell seid ihr denn da? Ja, ja, ich trinke gleich was. Und ich habe schon wieder nicht die Tür genommen. Aber was ist denn mit mir? Trink. Ist was drin? Schmelzen, aktivieren. Schmilzt er das Metall, was er da rausgezaubert hat? Okay. Ah, das geht natürlich extrem auf seine Nahrung. Futter mal. Wurde das von alleine? Ach, der hat mir sogar mein Fleisch gebraten. Ach, das ist ja cool. Okay, ja, es ist halt nicht sonderlich schnell, aber an sich ist cool. Oh, und ich nehme schon wieder nicht das. Was ist denn mit mir? So, jetzt bin ich hier. Jetzt nehme ich die Tür, klar? Ich nehme jetzt die geheime Tür. Oh Mann. Wieso lasse ich mich schon wieder von allem ablenken hier? So. Ich wollte Tische haben. Welche Tische nehme ich? Ihr wart eigentlich ganz schick. Ich glaube, ich bin am falschen Strand. Möbel. Bisschen abgeranzter aussehen darf schon. Strukturen. Möbel. Ist der gleiche Tisch. Ist okay. Nee, komm, gib mir einfach mal drei Stück. Mach die mal. Ich habe hier also versteckt auch noch Tische bei. Das ist. Ja, ich glaube, die Counter sind dafür gar nicht so schlecht. Komm, machen wir mal die. Und da würde ich dann die Bierfässer vielleicht draufstellen. Und links und rechts davon noch die Weinfässer. Oh, ich habe doch gar nicht geguckt, ob im Weinfass was anderes geht, ne? Oh. Bin mal echt gespannt. Oh, ich habe die Werkstatt hier oben, ist immer noch in einem miserablen Zustand. Ich züchte hier immer noch meine Magmasaurier oben in der Werkstatt. Ah, ich glaube, wir werden hier niemals fertig werden. Es tut mir leid. So, erstmal. Oh, du siehst schick abgeranzt aus. Gefällt mir. Irgendwie habe ich hier noch ein Loch im Boden. Tatsächlich. Roter Wein und Weiß. Rotwein und Weißwein. Witzig. Ich mache mir von den kleinen Fässern auf jeden Fall noch mal ein paar mehr. Oh Mann. Immer dieses Hin und Her, weil ich gerade so einen nicht vorhandenen Plan habe. Oh. Ups. Upsi. Ja, machen wir nochmal 1500. Okay, ich nehme auch 1000. So, wir machen uns nochmal was von den Bierfässern.
interessant, dass da andere. Dass es da einfach andere. Tränke gibt. So, von denen hätte ich gerne nochmal drei. Das schaut echt toll raus. Was gut, dass wir so viel haben. Beziehungsweise, wenn ich in diesen Mengen raushaue, haben wir davon streng genommen auch nicht mehr so viel. Schau mal. Zack. 369 Stacks auf jeden Fall noch. Ob das ist in Ordnung. Halt, Tor zu machen. Nein! Ich habe hier einen Wanderdodo und einen Wanderknorki. Ich weiß, wo ist der Wanderknorki? Knorki? Wo ist Knorki? Wer hat das Smartphone? Wo ist Knorki? Im Boden. Na? Wie hast du das denn angestellt? Hey, der Tote springt da gleich rein. So. Wie hast du das denn gemacht, mein Kleiner? Ah. Geil, halbe Stunde rum. Ich habe einfach noch nichts geschafft. Es tut mir so leid. Ah. Muss erstmal wieder reinkommen und einen Plan haben. Und das war schon die falsche Werkbank. Ey. Am Weg. Ich brauche ein Fundament, ich brauche ein Fundament. Da. Eins davon. Ich nehme noch ein zweites, benutze Sicherheit. Ich muss da unten. Das Loch muss gestopft werden. An die Ecke wollte ich jetzt die Fässer packen. Das habe ich richtig gut gemacht. So. Moment. Ach. Ein bisschen zu weit weg von der Wand. Das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Ja. Das passt ziemlich gut. Ah. Das ist wohl der Wasseranschluss. Ich kann sie aneinander stecken. Nee. Wollte ich das nicht irgendwie deaktivieren? Geh oder so? Nee, das war ein anderes Spiel, glaube ich. Oh nein.
mir das Fass. Danke. Mal gucken, ob wir das so machen. Ich jetzt gar nicht so schlecht. Ah! Ich weiß nicht, wie ich das Raster wegkriege. Er soll nicht snappen! Ah! Zumindest soll er nicht da snappen. Sagen wir mal so, vielleicht reichen auch drei von den Fässern. Probiere ich nochmal was. Zack. 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 Hier wird dann halt gezapft. Ich weiß nicht, wie ich das Snappen wegkriege. Mist. Ich könnte da vielleicht ein Rohr dran packen. Vielleicht ist da ja nur ein Snap-Punkt. Rohr an sich haben wir ja noch. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen improvisiert. Aber das können wir ja regeln. Gib mir mal... Und wenn das geht, könnte ich sie damit auch perfekt aneinander anpassen. Okay, jetzt werde ich schon wieder kreativ. Was soll das? Upsi. Gib mir mal noch eins davon. Jetzt habe ich schon wieder Ideen. Ich könnte, statt den Snap-Point wegzunehmen, mithilfe von den Dingen auch einfach einen neuen Snap-Punkt schaffen, der sich... geometrisch bedingt in der Mitte von den Fässern befinden muss. Okay, mein Plan hat Lücken. Ich müsste da ja noch eine, ich müsste da noch eine dritte ranmachen. Das wäre ein ziemlich großer Abstand zueinander. Ach, vor allem steht das furchtbar schief. Es steht einfach furchtbar schief. Da habe ich jetzt das Problem, bei denen weiß ich jetzt nicht, wie ich die... perfekt gerade arretieren soll. Das ist ein ernsthaftes Problem, ich gebe es zu. Jetzt kriege ich den nicht mal mittig dran. Irgendwas ist doch grottig.
Nein, falsch. Bin klein. Da ist klein. Pistole weg. Ich kann den Snap-Punkt anscheinend auch nicht mal blockieren. Aber offensichtlich ist er noch da. Das ist immer bescheuerter. Oh nö. XXL-Länge, ohne irgendwas zu erreichen, weil... Entschuldigung. Kann, wenn das Snap-Port wirklich nicht überladbar ist, dann müsste ich sie doch auch alle aneinander tackern können, oder? Very hübsch. Kann da sogar noch mehr dran packen. Okay, mein Plan mit den Fässern geht nicht auf. Cool, direkt zwei kaputt gemacht. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Läuft nicht so gut. Aber ich habe noch eine Idee, wie ich das Tischproblem lösen kann, weil ich kann das Ding einfach von der anderen Seite hier dran machen. Und dann sehe ich doch direkt, wie es gerade ist. Ob es passt und nicht. Moment, ich muss kurz schummeln. Oh. Das dürfte jetzt gerade sein. Dann hätte ich zumindest das Problem mit den Tischen gelöst. Mit den Fässern müsste ich dann mal gucken. Aber die einfachste Lösung wäre einfach weniger Fässer machen. Das ist ja richtig gerade. Sag mal. Haben wir jetzt so beschissenes Augenmaß? Oder ist hier einfach alles schief? Das könnte jetzt schon eher was sein. Ey! Ah, egal wie praktisch ich Sina auch finde, so Sinoma-Crops, Sina haben wir ja gerade nicht dabei, finde ich das zu... Das, so, wenn man mal ein bisschen Präzisionsarbeit benötigt, nicht ganz so schön. Naja. Die Dinger snappen auch nicht perfekt gerade aneinander. Ich muss auch mehr Abstand lassen, ganz klar. Das ist der Abstand, den ich höchstens machen kann. Mindestens. Den ich mindestens nehmen muss, sagen wir mal so. Sieht gar nicht so schlecht aus. Kriegen wir hin? Ich muss mir nur neue Fässer machen. Das heißt, wir werden uns jetzt beim nächsten Mal etwas mehr mit dieser Brauerei hier beschäftigen. Ich kriege gerade die Krise. Ich brauche ein kurzes Päuschen und würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Warte, irgendwas war noch in den Kommentaren, was ich erwähnen wollte. Gedächtnis. Oder wollte ich allgemein was erwähnen?
hab's vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.